Lieber Freddy Merin, du bist der Universitätsprofessor an der Medizinischen Universität Wien, Internist, international und national bekannt für deine Visionen, wenn es um die Zukunft der Medizin geht, viele Bücher, als Berater tätig. Jetzt wollen wir hier mit Zukunft neu denken, dich eigentlich einmal herausfordern, uns kurz zusammenzufassen. Was glaubst du, kommt in der Medizin in Zukunft? Lieber Markus Noll, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch über die Zukunft sprechen zu dürfen. Wobei Karl Valentin einmal gesagt hat, über Zukunftsprognosen sicher ist, dass nicht sicher ist und nicht einmal das ist sicher. So viel zu Prognosen. Aber jetzt zum Ernst. Ich glaube, dass wenn man das zum Thema Medizin macht, ist es keine Evolution, ist es tatsächlich eine Revolution. Im Augenblick erleben wir die Konvergenz und Transformation der Informationstechnologie auf der einen Seite mit der Biotechnologie auf der anderen Seite und sind das erste Mal in der Lage, diese ungeheuren Mengen an Daten zu verarbeiten. Mir kommt das ein bisschen so vor wie das Jahr 2000 in deiner Welt mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Da hat man das Alphabet in die Hand bekommen, hat aber das Buch noch in seiner Tragweite und Bedeutung noch gar nicht lesen können. Das passiert jetzt auch hier. Wir erleben Dinge und verstehen das erste Mal Dinge, die wir vor kurzem für unmöglich gehalten haben. Ich glaube, dass die Medizin und die Gesundheit neu zu definieren sind. Also wirklich neu zu definieren sind. Viele von uns Ärzte sind dazu noch nicht bereit. Warum glaube ich, dass es neu zu definieren sein wird? In meinen Augen wird es in Zukunft die Spitäler in dieser Form nicht mehr geben. Es gibt in den Vereinigten Staaten das erste komplett virtuelle Spital. Ein Spital, das eigentlich nur sozusagen im Internet existiert. Es gibt in Kanada, in Toronto, das erste Spital, das voll digitalisiert ist, wo es tatsächlich kein einziges Blatt Papier mehr gibt, wo von Patienten mit den Apps bis zu den Schwestern, bis zum Personal, bis zur Überwachung alles 100% digitalisiert ist. Ich glaube, dass die Medizin sich auch verändern wird in das Kurative, das Heilende wird weit zurücktreten. Wir kommen in die neue Ära, wo es darum geht, präzise, präventive, personalisierte Medizin zu machen mit diesen drei Ps. Das heißt, es wird nicht mehr die Patienten geben, es wird den Markus Hengstschläger geben und den Freddy Merin und die Elisabeth. Und wir werden, wenn sie bei der Tür reinkommen, Dinge wissen von der genetischen Struktur, warum sie auf welche Medikamente nicht agieren werden. Die pharmazeutische Industrie denkt völlig neu in der Produktion von Präparaten. Es gibt neue Geschäftsmodelle, wie sie das angehen, dass sie sozusagen nur bei erfolgreichen Behandlungen bezahlt werden. Ich denke hier an die Onkologie. Also noch einmal kurz gefasst, ich glaube, wir haben noch nicht einmal eine Ahnung, was gerade passiert. Es wird spannend und die Rolle des Patienten und des Arztes werden sich auch komplett ändern. Es gibt in den Vereinigten Staaten einen Vordenker auf diesem Gebiet, der heißt Eric Topol. Das ist so der wirkliche Zukunftsdenker in der Medizin. Und der hat auch ein Buch geschrieben mit dem, finde ich, sehr originellen Titel »The Patient Will See You Now«. Dieses Modell, der Herr Doktor wird Sie sehen und die Assistentin macht die Tür auf, das ist vorbei, sondern der Patient wird entscheiden und von wo er ist, welche Informationen er sich besorgt. Spannende Zeiten. Herzlichen Dank für deine Expertise. Danke. Ich danke auch.